Ja, hallihallo, liebe Freunde des Pokémon-Nuzlocke-Wettstreites. Nach langer Wartezeit und vielem nichts passieren ist es heute soweit. Norvik, das bin ich. Der Esel nennt sich zuerst und kriegt vielleicht aufs Maul Kämpf gegen. Felix, ja, mein hammermäßiges Team, das ich mit viel Glück und auch Arbeit hochtrainiert habe. Und heute startet endlich der Kampf, auf den zu viele so lange gewartet haben. Und zwar mit einem völlig anderen Simulator, als sie es eigentlich machen wollten, weil Visual Boy bei uns hat nicht funktioniert. Und dann haben wir es versucht mit einem anderen Simulator, da waren direkt alle Pokémon auf Level 100 und jetzt hat es aber endlich alles geklappt. Richtig! Und ich werde gegen OnLP so verlieren, sagt ACSC93 oder so. Ja, okay, ich will mal meinen Start. Hab ich schon lange. Aha! Ja, boah, das sieht immer gar nicht behindert aus. Ein Butler, Ruckzucki, 10% weggemacht. Heißt es. Nee, Butler? 100%. Ah, Butler. Ja. Butler Kick. heißt es. Pokémon von dir töten mit ein bisschen Glück. Ja, vielleicht hast du das. Wenn es nicht trifft, Alter, dann krieg ich Aggression. Was? Was? Mist, willst du mich verarschen? Das ist sehr ärgerlich. Jetzt. Was? Nur minus 41 Pro. Na, Ja, toll, du hast ja nice. dein Diktri tot. Ja, aber Das. dann werden jetzt alle von dir sterben. Das ist halt eine traurige Tatsache. Mal sehen, ob Konfusion reicht. Yep. Ja, sehen wir ja dann. It's super effective. Kriegen wir ja noch alles hin, ne? Ach komm. So, damit hätten wir deine Genauigkeit erstmal gesunken. Komm, Gesund. nochmal! Komm! Scheiß doch drauf. Sandwirbel! Gib's ihm! Ach, warum trifft das denn trotzdem? Weil es eine saure Genauigkeit hat. Ja und? Die ist doch trotzdem Tatsache. schon runter. Okay, das könnte jetzt eng werden, wenn ich nicht treffe. Wenn ich treffe, ist es down. Ja, ist down. Warum triffst denn du? Wofür mache ich denn Sandwirbel? Das ist ja lächerlich. Wenn sie aus dem Töten können, zwei locker. Okay, da gehe ich jetzt kein Risiko mehr ein. Warum trifft denn da alles? Das ist lächerlich. Ich klicke jetzt nichts mehr. Du klickst jetzt was. Ich klicke jetzt nichts mehr. Lass es zu Ende, lass mich zu Ende bringen. Ich klicke da doch jetzt nichts mehr. Und schon hast du doch nur. Ach, bitte lächerlich. Und dein ist eh schneller. Warum habe ich jetzt Dragon Rage benutzt? Das war dumm. Was Ich weiß hätte doch ich eh denn? getroffen. Du fliegst ja auch noch. Ich fliege? Geil. Wusstest du Ach. nicht? Ja, doch, aber ich wette, du hast den Rockpump beigebracht, weil du kein Idiot bist. Du Kein meinst Sword das Art und hier? Feldgrad. Ja. Ah, Bringt siehst aber du, nicht so okay. viel. Doch, zieh, mach das. Ja, und da habe ich gewonnen. Dass nichts Ah. daneben geht, ist doch lächerlich. Also, um es mal zu sagen, also um es offiziell zu machen, ich töte dein. Ah, was töte ich denn? Ja, was tötet er? Also Tauboga brauchst du bei der nächsten Arena sowieso nicht. Diktri könntest du da natürlich auch beides sowieso benutzen. Ich töte deinen Razzaf. Warum tötest du meinen Rasaf? Mit der Begründung, dass mir das in den Kommentaren gesagt wurde, dass ich das töten soll. Wer hat denn das gesagt? Mir wurde einfach zugetragen, dass ich bitte den Razzaf töten soll. Wieso denn mein Rasaf? Die Leute wollen es einfach tot sehen, tut mir leid. Ich guck mir hier gerade noch mal die Wiederholung an, die tut immer noch weh. Okay, dann schaue ich auch mal Instant Replay. Können wir nochmal drüber reden, was wir so gemacht haben? Ja. Ja. Du erst mal mit Ruckzucki, dann ich mit Magnitude Born Hit. Dann ist Golbat, wo erstmal Rock Tomb gefällt hat. Aber naja, aber den Simulator gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Den müssen wir jetzt merken. Warum wollen die, dass mein Rasaf stirbt? Ich weiß es Unter nicht. welchen Teil haben sie es geschrieben? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, oder hat jetzt irgendeiner privat gesagt, jedenfalls mir. Von irgendjemandem wurde mir gesagt, dass ich den Razzaf töten soll. Und darauf habe Aha. ich gehört. Außerdem, dir ist bewusst, dass hättest du Sense Attack nicht zweimal benutzt, dann wäre mein Dings Kadabra gestorben. Nur mal so nebenbei. Ach ja. Und dann hättest du locker eine Gewinnchance gehabt. Ach ja. Ich wollte aber. Und dann war ich stur. Dann hast du dein erstes Pokémon verloren. Und ich habe meinen ersten Punkt eingesackt. Ja, das regelt sich ja alles noch. Ja.
Oh, dann kann ich endlich weiterspielen. Nee, kannst du nicht. Immer noch nicht. Stimmt, Maximilian muss ja auch noch bekämpft werden und gewonnen werden. So, und da habe ich den Kampf sogar zweimal gezeigt. Also Leute, das war's. Ich gucke ihn gerade das dritte Mal und hier ist noch nicht Schluss. Okay, was machen wir noch? Ja, wir könnten uns... Warum hast du eigentlich hier den komischen Typen aus der vierten Generation als Trainer gehabt? Keine Ahnung. Warum hast du den aus der fünften Generation als Trainer? Ja, ich habe es nicht umgestellt. Ich habe den aus der dritten Generation. Was laberst denn du? Was laberst denn du? Nee, der aus der dritten, hä? Oder habe ich da die Spezialedition der dritten vor Augen? Hatte der aus der Spezialedition der dritten dann ein anderes Aussehen? Ich glaube, das ist der aus Feuerrot und Blattgrün, der da. Das kann sein. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben, Leute. Nein, schreibt bloß keine Kommentare. Ja, also hier mit meinem Garat vorbei, sollen wir jetzt wirklich schon beenden, oder? Ich weiß es nicht. Wir können auch noch ein Rematch machen, einfach aus Spaß. Ein Rematch? Ja. Aha. Ein Rematch. Oder machen wir jetzt wirklich Schluss? Nein, wir machen noch ein Rematch, einfach aus Spaß. Okay, Moment. Ich schneide es jetzt natürlich nicht, ich lasse das jetzt alles hier drin. Wir kämpfen jetzt Taubos gegen Kadabra, um zu gucken, ob ich es platt gemacht hätte, wenn ich nicht mit Sandwirbel gearbeitet hätte. Ja, okay, jetzt seht ihr hier das Lobbyfenster von dem lustigen Teil hier. Okay, wo ist denn jetzt Navik hin? Ja, hier. Navik. Mac Challenge. Ja, ja. Ich akzeptiere und ich möchte als erstes Taubos einsetzen. Ja. So, mal sehen, wie es diesmal läuft. Oh. Siehst du? Ja, ja. Da ist es tot. Ja. Mal sehen, Flug gegen Flug. Na los, mach was. Hab ich. Oh, das tat ja weh. Du kriegst deinen Zauber nicht kaputt. Ja, warum hast du das nicht getötet? Und warum überlebst du mit 1%? Ist ja lächerlich. Nein! Oh, bitte geht was daneben. Bitte geht mal vorbei. Ich kann ja nicht mehr verdienen. Nein. Wie ich das einfach verloren hätte. Das ist so bitter. Ach komm. Scheiße. Tackle! Scheiße, dein Rasierwasser hat mich getötet. Rasierwasser? Ja, Razor-Dings. Habe ich Rasierwasser gelesen. Oh, Mr. Gates. Wow, Alter, das wird gezogen. So. Du kriegst hier direkt mal ein Payday. Dann nimm das! Wie ich das einfach verloren hätte. Das ist zu bitter. Ach, oh, ich bin nein, entspannt. Jetzt fängst du mit der Scheiße. Ah, Confusion endet. Das ging aber schnell. Ja, passiert. Fühlt man sich nicht ein bisschen scheiße, wenn man jetzt weiß, dass man gewonnen hätte, wenn man nicht auf Sandwirbel gegangen wäre? Ach, sowas passiert. Ist ja nicht so, wie als würde ich jetzt durchgängig verlieren oder wäre der erste Kampf großartig wichtig gewesen. Der ist sehr wichtig. Oh ja, warum? Weil Rassaf jetzt tot ist. Ja. Und? Ja, es ist weg. Und? Das müsste ich jetzt eigentlich töten, wenn ich treffe. Ja. Sag. Und? Komm, bring deinen, keine Ahnung, Radfatz. Hier, ich kämpfe mit Toten. Wow. Oh, ich bin jetzt mega kick. Ach, halt's Maul. Wow. Ach, komm, Scheiße. Wow. Ach, ich kann ja nicht wechseln. Das ist ja gemein. Verdammt. Martin haben wir ja auch noch. Ja, ich nehme Martin. Hallo Martin, wie geht's dir? Kommt bitte, glaube ich, zuerst. Scheiße. Wie kommst du darauf, dass er zuerst dürfte? Weil er einfach cool ist. Ach so. Voll cool, die und so. Ja, komm, das mache ich jetzt eh One-Hit. Willst du mich verachten? Oh, wieder Rasierwasser. Dann leg ich erstmal den Grundstein für den Sieg von meinem anderen Pokémon.
Oh, 0,75% Accuracy. Was? Hm? Wie, das hat gemisst. Ja, natürlich. Das ist ein verdammt knapper Kampf jetzt ohne dein Versagen mit Tauboga. Taubos. Ja, ja. Das ärgert dich jetzt aber schon, oder? Ich bin absolut entspannt. Hm. Ich weiß, dass für den nächsten Kampf und gut ist. Ja, für den nächsten Kampf weißt du, dass du den nächsten noch höher verlieren wirst. Ja, ja. Alter, ich hätte das tatsächlich verloren. Ich fass es nicht. Gut, dass es dir zu spät war. Ich bin die Entspannung selbst. Du kannst versuchen nachzudrehen und alles. Es wird nicht schlimm dadurch. Kannst du dir ja noch verbal die nächsten 5 Teile, die du aufnimmst, drauf einen runterholen? Werde ich tun und sag sowas von, so richtig einen drauf abwichsen, ne? Ah. Mhm. Schönes Gefühl. Ja, Leute, ihr seht mich dann wieder, sobald ich mal wieder ein Pokémon-Teil aufnehme oder in irgendeinem anderen Let's Play gibt's hier wieder mittlerweile massig. Ciao, Leute. Ja. Und mich? Mich sieht man auch noch wieder. Du hast die Aufnahme jetzt beendet, oder? Kann ich ja sagen, dass ich doch schon ein bisschen traurig bin. Und keiner bei dir wird's erfahren. Aber bei mir. Ciao.